Und da habe ich auch schon direkt meinen nächsten Gast, die Lena, aus der Partnerregion von der diesjährigen Photo Adventure. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was die Region ist und was sie auch so besonders macht natürlich. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns erstmal sehr, dass wir heute hier sind bei der Photo Adventure. Als Al-Ula liegt im Nordwesten von Saudi-Arabien und ist für viele noch so ein bisschen ein weißer Fleck auf der Reiselandkarte bisher. Viele wissen es, Saudi-Arabien ist erst seit 2019 für den Tourismus geöffnet und Al-Ula ist ein ganz besonderer Ort nochmal in Saudi-Arabien, denn dort findet sich ein unglaublich reicher Kulturschatz. Viele kennen wahrscheinlich Petra in Jordanien und die Nabatäer, die Petra in Jordanien errichtet haben, haben auch damals Hegra in Al-Ula errichtet. Das sind 130 Felsengräber, die alle sehr, sehr gut erhalten worden sind. Und genau dieses kulturelle Erbe von, also Hegra ist nur eins davon, es gibt noch Jebel Ikma, dort gibt es Inschriften von verschiedensten Zivilisationen, die bis zu 7000 Jahre zurückdatiert werden können. Und das ist einfach sehr besonders. Ja, jetzt ganz wichtig, weil ich habe natürlich gestern Abend schon viele Bilder gesehen. Ich kann es mir jetzt ganz gut vorstellen, aber ich glaube unsere Zuschauer ja noch nicht. Ja. Wo gibt es denn so ein paar Bilder zu sehen? Bilder gibt es auf jeden Fall auf der Website experiencealula.com heißt die, aber auch natürlich hier an unserem Stand auf der Photo and Adventure und auf der Fotoausstellung der dazugehörigen von Pavel Kaplun. Und das ist wirklich, also die haben wunderschöne Bilder geliefert, aber sonst eben auch gerne auf unserer Website vorbeischauen. Da gibt es sehr viel tolles Bild- und Videomaterial zu sehen, das sehr viel Inspiration liefern kann für die hoffentlich nächste Reise. Ja, cool. Was macht denn die Region so besonders? Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, es ist jetzt noch nicht lange offen. Es gibt eine reichhaltige Kultur mit ganz vielen unterschiedlichen Eindrücken. Aber was ist noch so ein bisschen das Besondere? Das Besondere? Naja gut, also es ist so, dass eben Hegra, das Kulturerbe davon, ist ganz besonders. Denn in Al-Ula arbeiten aktuell täglich 150 Archäologen. Es ist die größte Ausgrabungsstätte der Welt. Okay. Und in Al-Ula, für die Dinge, die dort gefunden werden gerade, sorgen dafür, dass die Menschheitsgeschichte teilweise einfach neu geschrieben werden muss. Denn letztes Jahr zum Beispiel wurden dort Reste von Gebäuden ausgegraben, die auf noch ältere Zeiträume zurückdatiert werden können als bisher angenommen. Das heißt, es gibt im arabischen Raum Zivilisationen, die älter sind als bisher angenommen, was dazu führt, dass wirklich die Geschichtsbücher so ein bisschen neu geschrieben werden und man muss Sachen neu auslegen, was die Sprache betrifft und alles. Ja, das macht es natürlich spannend für diejenigen, die so ganz richtig, wissenschaftlich und kulturell, die da dabei sein wollen, kulturell dabei sein wollen. Ich habe noch so was anderes im Kopf, weil ich das selber in ähnlicher Form schon mal erlebt habe, nämlich man denkt ja immer, wenn man jetzt so den Instagram-Spot aufruft, wenn man irgendwo hinfährt, wo es sehr bekannt ist, dann trifft man eigentlich zwar natürlich den Ort, aber meistens sind da extrem viele Menschen. Ja. Das ist, glaube ich, da anders. Ne? Genau, das ist in Al-Ula oder allgemein in Saudi-Arabien einfach noch sehr anders. Man ist teilweise wirklich alleine. Jährlich kommen in etwa 400.000 Touristen nach Al-Ula, davon der Großteil auch einheimische Touristen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Destinationen bisher. Das heißt nicht, dass es dort nichts zu sehen gibt. Es gibt eben auch jetzt abseits von der Kultur, es gibt die Oase mit über 2 Millionen Dattelpalmen. Das ist wirklich, ja, wirklich eine Oase ist einfach, in der man abschalten kann, entspannen kann, leckeren Kaffee trinken kann, die arabische Gastfreundschaft genießen. Man kann in der Mariah, das ist eine Konzerthalle, die ist komplett verspiegelt, das größte verspiegelte Gebäude der Welt, kann man tollen Konzerten von internationalen Künstlern lauschen. Oder wenn einem das Abenteuer doch ein bisschen mehr lockt, kann man in den Bergen wandern, klettern, Mountainbiken. Das ich habe ja besonders gestern, wie gesagt, die Bilder gesehen und ihr könnt euch vielleicht noch ein paar Bilder hier einblenden. Ihr schaut euch die auf jeden Fall an. Es ist landschaftlich wirklich wunderschön. Richtig. Es gibt ganz viele unterschiedliche Seen zu sehen. Und was wirklich so für mich der Opener war, man tritt sich nicht mit anderen Leuten die Füße platt. Weil ich habe ein relativ ähnliches Erlebnis gehabt. Ich war 2019 im Oman mit dem Dachzelt, bin an den Strand gefahren und ich war alleine. Ja. Und diese Ruhe, ne, du machst irgendwie, ich war in den Bergen, ich mache das Dachzelt auf und ich höre gar nichts. Das fand ich unglaublich. Ja. Und das ist dort eben auch so. Also teilweise, wenn man an Aussichtspunkten steht oder klar, es gibt Orte, die mehr besucht sind, andere, die weniger besucht sind. Man ist wirklich mit sich alleine oder mit denjenigen, mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist. Und das ist etwas, was man einfach so oft nicht mehr hat und wirklich was man auch genießen sollte, was einem auch hilft, wirklich so diese Stille zu hören. Das klingt so falsch, weil wie soll man die Stille hören? Aber man hört sie, man nimmt alles viel intensiver wahr und das ist ganz besonders. Ich kann das extrem gut nachvollziehen, weil ich genau dieses Erlebnis eben hatte. Und für mich ist das immer so, man kann sich dann halt einlassen auf die Landschaft, man kommt runter aus seinem
täglichen aufs Handy schauen, ja, auch vor dem Computer sitzen. Absolut. Das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, da habe ich mich am allerbesten erholt. Genau, ja, so ist das. Und so ist es eben auch in Al-Ula. Und das Schöne ist aber, dass obwohl es dort ruhig ist, man ist auch nicht einsam, wenn man das nicht sein möchte. Zum Beispiel in der Altstadt kann man sehr aktiv das einheimische Leben miterleben. Man kann in Cafés gehen, man kann in schöne Kunsthandwerksshops gehen oder in Restaurants, wo man wirklich phänomenale Sterneküche auch kosten kann. Immer aus lokalen Produkten, die auch, es wird sich sehr viel Gedanken gemacht bei den Gerichten, die es gibt. Die sollen auch ein bisschen so eine Geschichte erzählen, geschmacklich, aber auch eben zu den Wurzeln der Beduinen und Nomadenvölker, die diese Region einst zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und auch das spiegelt sich in der Küche und allem wider. Und es ist schon sehr besonders für die Region. Ja, richtig, genau. Cool. Und ja, wie gesagt, ich bin schon echt angefixt. Und ich habe schon auf meine To-Do-Liste geschrieben. Sehr gut. Ich muss zwar noch meine Freundin davon überzeugen, aber ich glaube, das wird mir gelingen. Ja, hoffentlich. Die schönen Bilder helfen. Okay, dann ganz wichtig, wenn ihr noch die Chance habt, kommt hier vorbei. Ansonsten kommt, genau, guckt euch auch die Sachen auf der Webseite an. Sagst du vielleicht nochmal? Experiencealula.com. Und wir sind auch gerne für alle Fragen jetzt während der Photo Adventure für euch da. Und ansonsten das Team hinter der Website ist auch für jegliche Fragen zu haben. Perfekt. Besser hätte ich es nicht sagen können. Vielen Dank, Lena. Sehr gerne.